Hallo Freunde, hier ist wieder Marc vom Trading Duo. Wir haben eine neue Woche, eine neue Liste und neues Glück. Ja, Glück ist natürlich immer eine gute Sache, dann wenn man sie hat oder wenn man es hat, dann muss man erstmal schauen, was die Märkte hier so alles machen. Also es ist ja wieder alles hoch und dann runter und wieder hoch und wieder runter. Also wir fahren hier zurzeit richtig Achterbahn. Allerdings haben wir jetzt gerade, und deswegen heute mal keine Aktie wieder, sondern was ganz anderes. Wir haben gerade eine schöne Situation in Gold und in Silber. Und was sich da tut und welches Potenzial wir hier haben, das siehst du gleich im Video. Viel Spaß dabei! Liebe Freunde, Gold und Silber. Wir fangen mit Gold und hier im Tageschart an. Zunächst erstmal eine Bestandsaufnahme ist immer wichtig. Wir sind hier in einem Aufwärtstrend aktuell, zumindest was markttechnisch, trendtechnisch hier so los ist. Die Trendbruchlinie liegt hier unten bei 17,60. Das ist nicht mehr ganz so weit weg. Ja, und wir haben dann eine Gegenbewegung gebildet hier als Trend. Das ist noch kein Trendbruch, aber wir haben einen Richtungswechsel. Und dieser Richtungswechsel geht schon recht tief. Wie gesagt, sobald wir hier unten durch die 17,60 durch sind, ist der Aufwärtstrend hinüber. Das kann durchaus sein, dass wir jetzt hier wieder aufwärts laufen. Die Frage ist, wenn wir aufwärts laufen, wie weit wir laufen. Ja, wir müssen natürlich berücksichtigen, wir haben hier unten eine kleine Unterstützungszone um die 17,88 herum und genau da befinden wir uns gerade. Das heißt, der Markt läuft runter und reagiert ja hier an dieser Marke. Wir sehen es hier mit dieser Kerze, also die Freitagskerze zeigt schon recht ausgeprägte Lunte. Der heutige Tag sieht momentan sehr positiv aus, denn wir haben auch hier unten reagiert. Das heißt, aktuell sieht man, dass wir hier oben in diesem Bereich hier, ich markiere euch das mal, Eröffnungs- und Schlusskurs haben. Ja, das Ganze ziemlich dicht oben am Tageshoch und dann drunter haben wir eine extrem lange Lunte. Das heißt, normalerweise spricht das für Kaufdruck, für extremen Kaufdruck hier. Und das Ganze an einer Unterstützungszone hier ist schon eine schöne Geschichte. Ja, man muss mal gucken. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auch ein Stück weit nach oben gehen werden. Die Frage ist natürlich dann immer, wie weit. Also ja, meine Prognose ist zumindest die nächsten 2, 3 Tage sollte es hier hochgehen. Wo haben wir Bereiche, wo der Markt hinlaufen kann? Auf der einen Seite haben wir hier bei knapp 18,50 haben wir hier ein Tief. Dieses Tagestief hier, das ist untergeordnet, könnte das ein Widerstandsbereich sein, in den wir ranlaufen. Also hier müssen wir das erste Mal damit rechnen, dass es eine Gegenbewegung gibt. Das zweite Mal müssten wir eigentlich damit rechnen, allerspätestens, sagen wir mal so, wenn wir in diesem Bereich hier irgendwo zwischen 18,90 und 1900 sind vom Kurs her. Hier ist nochmal dieser Bereich hier so wichtig als, ich sag mal, Widerstandsbereich. Ja, da müssen wir gucken, dass wir denn, wenn wir hier wirklich hier oben anhandeln, da sollte es dann auch weiter nach unten gehen. Also haben wir zwei mögliche Bereiche, wo der Kurs wieder dreht. Die große Frage ist, was dann passiert. Ja, auf der einen Seite können wir dann, natürlich, wir können das ja mal ein bisschen skizzieren. Ja, wir haben hier die Aufwärtsbewegung, dann haben wir hier die Abwärtsbewegung. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, auf der einen Seite könnte es natürlich sein, ein Rücksetzer in den Korrekturtrend hinein und dann kann der Markt hier runterlaufen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir hier einen neuen Aufwärtstrend gebildet bekommen und dass der Markt dann eben hier hochläuft. Dass wir die Korrektur, die wir vielleicht, vermeintliche Korrektur, die wir hier sehen, die kann sich auch als Beginn einer neuen Bewegungsphase etablieren oder herausstellen. Das werden wir dann sehen, wenn wir eine Gegenbewegung hier sehen und die Gegenbewegung sehr schwach ausfällt. Da müssen wir, also wenn wir sehen, dass dieser Bereich von hier nach hier oder andersrum von hier oben nach hier unten, wenn das sehr schwach in der Bewegung ausfällt, das heißt sehr undynamisch, dann können wir damit rechnen, dass wir diesen blauen Pfeil hier erfüllt bekommen. Das müssen wir mal gucken. Es kann durchaus auch sein, dass wir hier nochmal unten das Tief anhandeln, also diesen Bereich hier und dass wir erst dann nach oben gehen. Sie sagt, das sind Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Schaut einfach die nächsten 3, 4, 5 Tage mal drauf, was der Markt hier mit uns macht. So, dann haben wir das Silber auch hier im Tageschart. Ich habe es mal ein bisschen zusammengeschoben für euch, weil es hier eine ganz interessante Situation gerade gibt. Ihr seht diesen großen roten Kasten eingerahmt von grünen Linien. Das ist um die 20 herum, um die 20 Dollar bis 2078. Das heißt, wir haben hier oben ein Hoch und wir haben hier unten drei Hochs, ja. Tiefere Hochs als dieses hier und diese haben sich hier, kann man als Unterstützungszone
deklarieren bzw. auch definieren. Wir sind hier schon mit Schmackes durch. Also hier gab es ordentlichen Druck im Markt, als wir hier hochgelaufen sind. Wir haben auch ein kleines Gap mit drin. Ja, also da wurde der Bereich schon mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet. Vor allem der Raum, wo Gewinn ist, ja erfolgt. Und jetzt sehen wir etwas, was ich sehr spannend finde. Und das ist, wir handeln also ganz genau in diese Zone hinein. Und jetzt fängt der Markt an zu reagieren. Und dann schauen wir uns das Ganze etwas im Detail an. Ich habe jetzt mal wieder reingescrollt oder reingezoomt. Ja, wir haben hier diese schöne rote Unterstützungszone um die 20 bis 2078. Und wir sehen, am Freitag ist der Kurs hier reingehandelt. Beziehungsweise am Donnerstag hat er schon mit der blauen Kerze hier reingehandelt. Und am Freitag gab es hier eine ordentliche Gegenbewegung. Ja, sehr bullisch die Gegenbewegung. Wir haben hier an dieser Freitagskerze keinen Doch. Ja, kein Docht an der Oberseite. Schlusskurs und Tageshoch sind ziemlich auf einem Niveau und das sagt mir, dass hier richtig Druck drin ist. Der Markt will hier hoch, die Marktteilnehmer wollen den Gold nach oben ziehen und das ist natürlich sehr spannend und die heutige Tageskerze bestätigt das momentan sogar noch. Ja, also wenn wir dann hier eine Dreitageskerze daraus basteln würden, als sogenannte Blended Candle, würden wir jetzt für auf 3 Tage betrachteten Hammer sehen. Ich zeige euch das mal kurz, was ich hier meine. Wir haben hier auf der einen Seite den Tageshöchstkurs, den markiere ich euch hier mal. Dann haben wir den Tages- oder den 3-Tages-Tiefskurs hier unten. Dann haben wir einen Eröffnungskurs, der ist ungefähr hier ein 3-Tages-Eröffnungskurs und der aktuelle Schlusskurs ist in diesem Bereich. Das würde bedeuten, wenn wir das jetzt als Candlestick zusammenbasteln würden, hätten wir einen schwarzen Hammer. Na, dann hätten wir hier den Kerzenkörper. Wir hätten hier dann den Docht an der Oberseite, die Lunte an der Unterseite. Es ist jetzt nicht so besonders schön, aber damit kann man doch schon mal arbeiten. Das heißt, die aktuelle Candlestick-Situation, die wir hier haben, sagt uns, hier ist Kaufdruck im Markt. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie groß ist dieser Kaufdruck? Und da muss ich natürlich dann wieder sagen, okay, sieht ein bisschen schwierig aus. Auf der einen Seite haben wir hier 21,53 eine Unterstützungsmarke, die gebrochen wurde. Das heißt, wir haben hier einen Widerstandsbereich. Und dann haben wir hier zwei Tiefs im Bereich von 22,10, 22,16. Das wäre dieser Bereich. Da haben wir nämlich auch noch hier diese eine Hammerkerze. Dieses Tief wirkt hier auch noch mit rein in diesem Bereich. Also wir haben hier eine relativ starke, hartnäckige Widerstandszone und das kann durchaus passieren, dass wenn wir hier ranlaufen, hier erstmal abgewiesen werden. Die große Frage auch hier, was passiert mit der ganzen Geschichte, wenn wir hier sind? Geht das dann hier runter, hier nochmal ein Antesten des Tiefs, um dann wieder weiter hochzugehen? Oder haben wir es ähnlich wie wir es im Gold sehen, dass wir dann schon hier beginnen weiterzulaufen und dann hier vielleicht sogar den Bereich hier zu brechen. Ja, also seid gespannt, was hier die nächsten Tage passiert. Eine Ausgangssituation haben wir jedenfalls. Die ist sehr, sehr gut erstmal und da müssen wir mal gucken, was die nächsten Tage passiert. Ich wünsche euch von daher erstmal viel Spaß, viel Erfolg beim Traden. Bleibt gesund, bleibt erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Euer Marco. Möchten wir euch zu unserem Seminar geben? Wir befassen uns intensiv mit dem Trendhandel und unsere jahrelange Erfahrung haben wir in einem zweistündigen Online-Seminar zusammengefasst. Dort werden sämtliche Handelsregeln ohne Vorbehalt im Video ausführlich erklärt. Die Besonderheit unseres Handels ist die Trendbeständigkeit. Ja, wir positionieren uns nur in Aktien, die sich in einem besonders stabilen Trend befinden. Und so erreichen wir auch eine messbar höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Natürlich zeigen wir euch im Video den detaillierten Ablauf, wenn wir in eine Position ein- oder aussteigen. Wer seinen professionellen Trendhandel also selbst aufbauen möchte, der wird jede Menge Tipps und vor allem solche Informationen vorfinden, die in keinem Lehrbuch stehen.